Hallihallöchen Leute, ich begrüße euch wieder bei der Free-to-Play-Challenge, wo heute bei Frontier Hunter 9 End ansteht. Aber zuallererst werden wir jetzt gleich einmal unsere übliche Beschwörung machen. Ich habe hier noch ein Summon-Ticket warten und ich habe noch Burst Frogs. Oh, das ist super. Und ein Key nehmen wir alles mit. Das perfekt. Die Burst Frogs hatte ich eigentlich nicht bedacht und mir gedacht, fuck, 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 das klappt alles nicht so, wie ich es gerne hätte. So wird es jetzt nochmal um Welten besser. Wir machen zuallererst aber die Beschwörung. Denn heute sind 100% garantierte Donnereinheiten und da ich noch gar keine Donnereinheit habe, würde ich dir jetzt natürlich gerne was bekommen, wie ein Exvil, Rogan, Orna, Udyr, das wäre richtig geil. Man kann auch sehr alte Einheiten erwischen, aber hauptsächlich, wir kriegen endlich mal eine Donnereinheit. Rote Tür, das ist schon mal versprechend. Wow, geil, direkt mal Orna gezogen, super Sache. Mit das Beste, was mir passieren konnte. Wir haben bisher nämlich noch keinen Crit-Rate-Buffer gehabt und Orna an sich ist auch sehr, sehr stark. Das gefällt mir. Little Miss Orna. Garantiert. Und auch noch Guardian, ja, das ist okay. Ich hätte sie lieber als Anima oder Breaker gehabt. Aber Guardian ist auch eine super Sache. Wird direkt markiert. Kann ich jetzt natürlich noch nicht einsatzbereit für Frontier Hunter, aber wir haben sie, können sie ausbauen. Sweet. Und bald ist die Thunder Vortex Arena. Kann ich mit ihr teilnehmen. Naja, das wird mir leider nicht helfen. Für Free-to-Play-Spieler wird die doch recht schwierig, wenn man sich da nicht gut drauf vorbereitet. Wir stellen uns jetzt hin. Wir haben nämlich hier unten noch Selha und die ist erst auf Level 99, ja, fast. Das war nicht der richtige Punkt. Der Punkt ist, sie ist auf Brave Burst Level 3 und ich möchte gerne ihren Super Brave Burst haben, damit wir sie mitnehmen können. Bei 4, 5, 6, 7, 8 sind wir dann schon mal. Und ich habe es halt zeitlich leider nicht geschafft, gestern ihren Brave Burst noch voll zu bekommen. Das wäre super gewesen. Aber so ist sie halt auch schon, also so kriegen wir es ja auch hin. Ich habe die Burst Rocks habe ich vom Daily Login bekommen und habe es halt voll vergessen. Ich habe gerade die ersten Frontier Hunter, die beiden gemacht, Entrance und Middle, und mir gedacht, ah, fuck, ein Sphere Frog, ein Burst Frog zu wenig. Und so haben wir sogar noch einen übrig. Könnte jetzt auch die Gods einen davon setzen, wir mal ein, damit wir sie auch noch auf Level 100 bekommen. Ich war erst überlegen, ob ich die behalte für Metal Mimics, aber da momentan Evolutionsmaterial dann schon offen sind, kann ich mich auch einfach heute hinstellen und ein paar Mal da grinden, damit ich mir ein paar Metal Mimics auf Vorrat holen kann, weil die von allen Sachen doch am schwersten zu bunkern sind. Außerdem müssen wir mal schauen, was wir für Orna dann so brauchen, um sie zu entwickeln. Ja, schon mal einen Blick drauf werfen eigentlich. Ja, jetzt kommt erstmal Super Breath Blast Awakening, das dauert immer ein bisschen. Vor allen Dingen hier auf Android. Ja, komm, mach hin, ne? Düb, düb, ja, Super Brave Boss. 30 Angriffe, nicht super leicht zu swagen. Vor allem dann hier auf Android, aber trotzdem eine super Sache. Schauen wir direkt mal bei Orna, was sie bräuchte. Wahrscheinlich Pots und andere Dinge. Ja, davon bräuchte ich noch und müsste sie natürlich auf Level 60 bekommen. Werden mir dann auch schon mal ein paar Donner-Totems noch farmen, die sind ja auch momentan offen. Aber vor allen Dingen passen wir unseren Trupp jetzt an. Hier habe ich nämlich bisher Juji drin. Die wird jetzt durch Selha ersetzt. Noch 3 Punkte übrig, dafür werde ich wohl nicht viel hinbekommen. Wie sieht denn das bei dir bei Sphere aus? Was hatte Juji denn bisher? Amor will ich eigentlich nicht geben. Ich glaube, wir geben ihr das Sacred Jewel, da wir Eric ja momentan nicht hier im Trupp haben. Und ja, das ist der Trupp. Orna, sag ich schon, Luca für Attack Bonus. Logan, weil er gewaltig reinhaut. Zell haut gewaltig rein. Vargas hat auch seinen Super Breath Boss mittlerweile. Auch, glaube ich, nur Super Breath Boss 1, aber egal, haut damit trotzdem auch gut was rein. Und als Fülle-Einheit hinter Lario, den habe ich mittlerweile gefarmt bekommen, bin ich sehr froh drüber. Den kleinen Bagger, auch noch direkt erster Lario bekommen. Am Anima ist halt nur 2 Sterne Lario, aber sorgt halt dafür, dass ich den hier mitnehmen kann. Die Alternative wäre Clarice gewesen und da ich nicht unbedingt scharf drauf bin, eine Heilerin mit nach Frontier Hunter zu nehmen, bin ich ganz froh, dass wir ihn da bekommen haben. Ein paar kleine Attacks meistens beim Overkill noch mit reinhaut, das ist okay. Besser als gar nichts zu haben. Und ja, wir haben zweites Sacred Jewel schon bekommen. Das ist viel, viel wert. Und versuchen jetzt mal mit unserem Anlauf End hier möglichst viele Punkte rauszuholen und möglichst viel freizuschalten. Wenn ich den Modular Gem bekomme, das wäre der Hammer. Imps zu bekommen wäre schon gut. Und ich könnte mich mitnehmen. Sparta Guy ist eine ziemlich starke Einheit zum Mitnehmen für so etwas. Ich glaube, das machen wir. Und werden Marauder Set oder Balance Set gibt auch eine
Fujin Potions keine Tränke. Dann nehmen wir das Marauder Set einfach, weil wir damit sicherstellen, dass wir mehr, dass wir Wiederbelebung haben. Was halt durchaus praktisch sein kann. Ich meine, Lario werde ich nicht wiederbeleben, aber bei allen anderen könnte das einiges retten, wenn wir den mal wiederbeleben können. Und was kriegen wir? Wir kriegen am Anfang euch, okay. Das sind 4 Stück, wenn wir damit vielen Brave Burst arbeiten. Wir geben jetzt kein Element dazu, das heißt, es ist fast egal, wo wir mit den anderen gleich angreifen. Normalerweise nehme ich eigentlich gerne Luca, aber ich denke, es bringt mir jetzt mehr, wenn ich hier Zelha verwende und vielleicht einen Spark schaffe. Hoffen wir es zumindest. Auf jeden Fall holen wir damit mehr Angriff raus. Und Luca hat die Halloween-Sphäre, mit dem seine normale Angriffszahl verdoppelt wird, sodass er darüber dann halt mehr Kristalle erzeugt. Und wir scheinen sie alle abzuräumen, das ist super. Mein Ziel wäre, also meine Überlegung wäre, wenn wir eine Stage mit 6 Einheiten bekommen hätten, wäre der Gedanke gewesen, ob wir uns nicht vielleicht hinstellen und die an denen unseren Brave Burst vorher aufbauen. Wäre so eine Option. Aber wir kriegen hier alle wieder voll. Das ist super. Waren genug, dass das funktioniert. Oh ne, Zelha. Oh, doch, jetzt ist sie auch voll gut. Jacht gerade schon. Jacht schon, ihr wolltet mich trollen. Ja, und Attack muss das sich. Wir werden jetzt als erstes Luca einsetzen und dann Ultor aus dem. Oh, werden wir das hier auch? Nein, werden wir nicht. Wenn ich einfach normal angefangen in der Stage machen wir sonst keinerlei Punkte, wenn wir Brave Burst einsetzen. Und ich werde Probleme haben, den wieder voll zu bekommen. Auch wenn das 4 Gegner sind. Aber dann machen wir es lieber so, dass ich mich hinstelle und die einzeln tot haue. Und darüber ein bisschen Pünktchen sammle. Ich weiß nicht, wer da mal die letzten Angriffe hat, aber das holt da nochmal gut was raus ganz am Ende. Werde dann ja zusehen, dass wir das irgendwie überleben. Meine, wenn sie auf Lario gehen, hat der ein Problem. Und leider leckt das halt durch Android gewaltig. Das ist immer ziemlich schade. Ja, da sieht man einen Treffer auf Lari und das tut ihm schon gewaltig weh. Wir werden jetzt als nächstes wieder auf den gehen. Nein, du sollst hier gefälligst heilen. Und da ist Lario jetzt ja sowieso praktisch. Wir schaffen es sogar, den da oben noch mit danach zu treffen, weil irgendjemand hier Angriffe überschlägt. Nett, nett. Ey, jetzt sag nicht, ihr habt den Metal Ghost nicht mitbekommen, aber den Jewel Ghost schon angegriffen. Doch, ihr kriegt es sehr gut. Ja, da ist Lario auf den gegangen, macht damit quasi keine Punkte. Auch noch passiert. Und wir dürfen wieder abwarten, wenn er mit Angriffen beschäftigt ist. Larios tot, ja, werden wir wohl nicht wiederbeleben. Einfach weil er halt viel zu wenig beisteuert. Das ist halt eine reine Fülle-Einheit. Da bewahren wir uns die Revives lieber auf, falls irgendwas kommt, was uns den Rest des Teams spontan wegwischt. Mach mal hin, du Schenk. So. Sind weg. Wir haben hier natürlich in der Stage kaum Punkte bekommen, ganz klar. Das ist ziemlich ärgerlich, aber die Stage gibt halt nie 4 Punkte. Selbst wenn man ein volles super Team hat, hat man das Problem, dass man da eigentlich wenig Punkte bekommt. Also auch wenn wir da mit Brave Burst voll reingehauen hätten, die in einer Runde gekillt hätten, hätte es vielleicht irgendwie 30.000, 40.000 Punkte gegeben. Was nicht allzu spannend ist. So, hier wird die Herausforderung Magris da oben. Machen wir uns wieder, dass wir Luca zuerst einsetzen und dann Ultor, einfach weil wir möchten seinen Attack-Buff überschrieben haben von Ultor, weil sein Attack-Buff nun mal höher ist. Möchten aber gleichzeitig halt auch vorher den Element-Bonus gegen
von Donner und Feuer vorher mitnehmen. Deswegen setzen wir Luca als erstes ein. Damit sichern wir uns halt die Möglichkeit zu sagen, wir machen damit möglichst viele Einheiten, möglichst viel Schaden und möglichst viele Punkte, auch wenn die jetzt zum Beispiel den Feuerbonus ja nicht brauchten, aber die beiden und Erde können alle anderen gebrauchen. Und dann schauen wir mal, wie viel wir an Magus machen. Ich gehe davon aus, dass wir die Slimes locker weg haben. Magus ist so eine Sache. Scheint nicht zu killen, aha. Wie viel Schaden macht er nicht allzu viel? Gut, das ist okay. Dann werden wir ihn jetzt wahrscheinlich in ein, zwei Runden kaputt bekommen. Ich denke mal eher zwei, weil der Magus dazu neigt, sich selbst eine Death-Buff zu geben. Und mit dem möchten wir uns. Damit werden wir natürlich dementsprechend eine länger da brauchen. Aha, er hat dann. Ja, das ist egal, unser Breath Burst ist voll. Wir haben da nicht mehr die Notwendigkeit auf. Wir werden ihn nicht einsetzen, weil. Weil. Ja. Und, ja doch, wir haben jetzt die Sonne geschafft. Okay, cool. Und, ja, ich sollte nicht versuchen, auf mein Handy zu klicken und mich wundern, warum wir den Counter nicht voranspringen, wenn ich noch gerade auf Android spiele. Das ist eine harte Challenge. Da bräuchten wir Wasserboni. Und weil nicht, wir setzen trotzdem Luca zuerst ein. Auch wenn wir von seinem Boni hier tatsächlich nirgends so profitieren. Und hoffen einfach auf das Beste. Ich glaube nicht, dass wir die in einer Runde alle rausbekommen, was ein bisschen ärgerlich ist. Und hoffen wir auf das Beste, nämlich dass nicht einzelne raussterben, sondern wir dann nächste Runde mit vollem Brave Boss nochmal gegen alle vier kämpfen können. Also jetzt ist auch echt, man merkt schon, ey, Android ist auf Dauer echt eine Folter bei Frontier Hunter. Und natürlich bleibt genau einer übrig. Okay, dann werden wir. Also gerade Frontier Hunter ist halt etwas, was für ziemlich viel Lag sorgt und Android ist da echt unpraktisch. Und ich habe, glaube ich, schon alle Optionen aus. Sparta Guy funktioniert immerhin etwas. Ja, ich sollte nicht wieder auf mein Handy gucken zum Klicken. Mann, 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 Mann. Dann eine Stage kommt noch, glaube ich. Genau, da kriegen wir nochmal Punkte. Sieht bisher ganz gut aus, aber wir werden nicht alles bekommen. Mit 450.000 Punkten wird das nicht reichen. Ich werde mich hinstellen, werde wohl nochmal ein bisschen leveln und trainieren in der Zwischenzeit. Kanja als Gegner, na super.
Werde mich halt hinstellen, nochmal leveln und trainieren und werde dann wahrscheinlich zum Ende des Frontier Hunter das nochmal versuchen. Nehme jetzt einfach mal einen Brave Burst, weil ich mir nicht sicher bin, ob der nicht sogar mehr Schaden macht als ein Super Brave Burst, weil wir haben ja hier schon einen Attack Buffer durch von 200%. So. Und werde dann versuchen, nochmal alles zu bekommen. Und wir haben ihm herzlich wenig Schaden gemacht. Es ist nicht gut. Das ist nicht gut, ja. Er wird uns da wahrscheinlich noch einiges wehtun. Wir haben ja zum Glück gut was an Heiltränken. Und dann mal schauen. Er macht uns tatsächlich kaum Schaden. Das ist eigentlich ganz gut, aber wir machen ohne Brave Burst halt auch fast nichts und können nur darauf warten, dass wir den wieder voll bekommen. Ja, da haben wir wieder welche. Langwierig hier. Und diese Runde haut er auch richtig rein. Und Wasser und Erde, das hilft uns nicht. Wir kriegen auch sonst keine Elemente. Wir können jetzt gleich erstmal wieder Ultor einsetzen. Damit wir alle Single-Target-Angriffe auf ihn. Sonst. Leute heilen. Attack Up haben wir noch. Dann setzen wir jetzt auch einfach mal Brave Burst ein. Wir kriegen keinen Attack Bonus, aber wir kriegen dadurch halt ein bisschen was an Schaden zusammen. Wenn wir Glück haben, schaffen Zelha den Weakness Injury, Weakness Injury. Das, was seinen Attack runterdrückt. Ich kann mir das bei den beiden nie merken. Was von beiden jetzt genau was war. Und ja, wir haben es Attack runter, das heißt, er wird uns da nicht so viel wehtun können. Und er tut uns immer noch gut weh, wie man sieht. Gerade Zelha leidet da schon ganz schön runter, was der an Schaden macht. Vielleicht hofft, dass er mehr Einzelangriffe macht und die auf Ultor haut, dass der Rest das überlebt. Der Punkt ist, wir werden jetzt gleich A wieder eine Attack Potion nutzen, weil ich nicht weiß, ob die noch da ist, und B Lario wieder übernehmen und falls er doch auf die Idee kommt, noch irgendwie ein AOE einzusetzen, auch Zelha. Denn wenn wir mit allen Leuten lebend aus der Stage rauskommen, kriegen wir dafür nochmal extra Punkte. Und das sind so die kleinen Tricks, die man sich merken kann. Wir kriegen eh keinen heilen da Sicherheitshalber, wir kriegen eh keine Punkte für keine Items benutzt. Aber wir kriegen halt für den Survive-Bonus, wenn alle Leute leben, nochmal dick Boni. Und das sollte man natürlich irgendwie mitnehmen. So, wir haben Kaja down. Haben wir Attack Potion gedacht? Ich hoffe doch. Ich glaube aber nicht. Gibt natürlich gegen ihn selbst auch nicht allzu viele Punkte, weil Einzelziel und wir haben ewig für ihn gebraucht. Aber wir dürften wenigstens ein bisschen was an Dingen hierher bekommen.
Na, kriegen wir die 600.000, dann kriegen wir, glaube ich, ein Set Imps. Das wäre gut. Obtained, come obtained. Ja, sehr gerne. Dem nehmen wir sofort. Burst Frog, ja. Sphere Frog werde ich wahrscheinlich noch nicht bekommen. Divine Spear. Oh ja, wir haben die Imps sehr gut. Mal gut was wert. Und ja, Punkte sind blub. Ich werde eh nicht darauf gehen, da reinzukommen. Das ist mir auf Dauer zu aufwendig. Wir haben aber noch ein bisschen was, was offen geblieben ist, wo wir uns damit umschlagen dürfen. Ich werde Terminus wahrscheinlich auch irgendwann mal probieren, aber wohl kaum schaffen. Vielleicht irgendwie ein ganz kleines bisschen. Ja, Modular Gems, Divine Stone und Spear Frog, alles drei wären Sachen, die ich brauche. Ich mal sehen, wie viel ich da noch aus meinem Team rausholen kann. Das Problem ist, wir sind jetzt schon mit Zelha ausgebaut, ziemlich am Limit. Ich kann natürlich anfangen, nochmal Brave Burst zu leveln. Das wird uns quasi beim Schaden helfen. Das ist aber auch so gesehen die einzige Möglichkeit, die ich da habe. Sonst wüsste ich so nichts, wo ich jetzt sagen kann, so, wow, bam, damit kriege ich ganz schnell ganz viele Punkte. Von daher wird es wohl darauf hinauslaufen. Ich meine, es wäre nicht schlecht, wenn wir Orna mit hätten, aber das Problem ist, dass wir da kostentechnisch halt nicht hinkommen. Da müsste ich also auch erstmal noch leveln. Mal sehen, was das so gibt. Ich bedanke mich für heute auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Wünsche euch natürlich selbst bei End viel Glück und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Macht's gut.